Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die numismatische Woche geht weiter. Heute geht es um die 6 5-D-Mark-Gedenkmünzen von 1967 bis einschließlich 1969. Alle diese Münzen haben einen Feingehalt von 625 Tausendstel, was umgerechnet 7 Gramm Feinsilber pro Münze entspricht. Der Rest besteht aus Kupfer. Im Folgenden werde ich chronologisch fortfahren. Die ersten 5-D-Mark-Gedenkmünzen seit 1953 von mir vorgestellt, findet ihr hier oben verlinkt. Es geht also weiter mit der 6. Gedenkmünze, die im Februar 1967 ausgegeben wurde und die an den 250. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz erinnert. Leibniz war einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung und tatsächlich ist ihm der relativ bekannte Leibniz-Butterkeks mit den 52 Zähnen gewidmet. Die 7. Gedenkmünze aus demselben Jahr wurde anlässlich des 200. Geburtstages von Wilhelm und Alexander von Humboldt ausgegeben. In Bezug auf Alexander von Humboldt sei erwähnt, dass er seinerzeit an der Bergakademie Freiberg studierte, also in einer der Bergstädte mit reichen Silberfunden. Es geht weiter mit der 8. Gedenkmünze anlässlich des 150. Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einer der Gründer der genossenschaftlichen Bewegung in Deutschland und Namensgeber der Raiffeisen-Organisation. Die 9. Gedenkmünze erinnert an den 500. Todestag von Johannes Gutenberg, dem vermeintlichen Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern und eben der Druckerpresse, wofür ganz besonders die Zentralbanken der Gegenwart äußerst dankbar sein dürften. Die 10. Gedenkmünze und bereits die 3. aus dem Jahr 1968 gedenkt dem 150. Geburtstag von Max von Pettenkofer, der als erster Hygieniker Deutschlands gilt. Man muss bedenken, dass erst das 19. Jahrhundert durch neue Erkenntnisse zur Prävention von Krankheiten und durch das Entstehen öffentlicher Gesundheitsfürsorge geprägt war. Die 11. Gedenkmünze wurde im Jahr 1969 anlässlich des 150. Geburtstags von Heinrich Theodor Fontane ausgegeben. Er gilt als einflussreicher Vertreter des Realismus. Das waren nun 6 Gedenkmünzen der Deutschen Mark, die allesamt als Angstsilber geeignet sind, weil sie relativ kostengünstig sind und ohne zeitliche Begrenzung bei allen Filialen der Deutschen Bundesbank in Euro umgetauscht werden und somit nicht unter ihren Nominalwert fallen können. Im nächsten Teil dieser Videoserie geht es um weitere 6 5-D-Mark-Gedenkmünzen, nämlich um jene von 1970 bis einschließlich 1973. Einstweilen alle silberhaltigen Gedenkmünzen der Deutschen Mark von mir vorgestellt, findet ihr auch hier oben verlinkt. Wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es sehr weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne jetzt einen Daumen nach oben. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und gerne bis bald.